hier lang zu laufen jeden Tag, es geht auch übel auf die Knie. Und das musst du halt täglich machen, so. Vielleicht, nee, aber das könnte sein, dass es so ein kleiner Stein ist, nur so eine Papierfabrik. Das ist stimmt. Dass das damit irgendwie gewaschen wurde oder so. Und noch alles halbwegs intakt. Ja, das ist das, weil das halt schon abgelegen ist und die ganzen Jugendlichen halt nicht gerade mit dem Fahrrad herfahren können. Und das benutzen die, glaube ich, als Lager. Oh ja, 1956. Ah ja, angeblich wurden abwachsen. Hm? Ja, das sieht geil aus.
Bergwerk wäre jetzt wieder angegangen. Heftigeres rübergeflossen. Ja, guck mal. 640 Kilovolt Ampere. Ja, 1,2 Megavolt Ampere. Heftig, deftig. Oder das war die Nummer 234, das Telefon. Instabil aus. Auf jeden Fall nicht drauf. Das ist ziemlich hoch hier. Oh ja, Alter. Verschickt. Das sieht man da, war schon ewig keiner mehr. Oh ja. Das sieht richtig geil aus. Felix, danke. Sieht echt übel geil aus. Alter, verschickt.
wieder alles runter. Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Alter, cool, das war ein... Was? Das ist wie eine Motor. Ja. Die Teile drücken da dann immer dagegen. Also das ist ja wie die Dingwelle. Wie heißt das? Nockenwelle, genau. Ach so. Und damit wird es angetrieben. Mit dem Motor. Achso, und die Nockenwelle ist das Gegenstück dafür? Nee, das ist die Nockenwelle. Ja. Das Teil hier. Und es drückt dann, wenn es sich dreht, die Teile hier rein. Kriegt es die Teile rein und die machen dann irgendwas. Ja. Ach so. Also das Teil dreht sich dann hier komplett und das drückt dann dagegen. Verstanden. Ja, ein bisschen gebraucht. Aber okay. Ich weiß nicht, für was das ist. Sehen. Frohe Ostern ohne das F. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Nice. Das war der Standard Hauptweg früher, weißt du? Mussten immer laufen. Sieht man hier extra abgetrampelt dafür. Da waren halt früher so Gitter drauf, wo man halt for real lang laufen konnte, so wie es hier liegt. Ah, herrlich. Ein Rohr. Ein Rohr. Ja. Ja, in einem Videospiel. Da würde ich auch locker hier runterspringen, dann hier stehen bleiben und von da runterspringen. Das tut nur ein bisschen weh. Ja. Also du bist dann so, deine Gesundheit ist so um ein Viertel vielleicht geschrumpft. Aber du findest ja eh gleich wieder. Du findest ja eh gleich dein Medipack oder ja. So. Das ist ja Standard bei solchen Places. Ich hab noch 16% auf der Kamera. Hat da echt jemand einfach das Teil ausgehauen?
anscheinend. Wie laut ist denn? Ja, und ja, gefährlich auch, weil da, ja, ich weiß ja nicht, was da drunter ist. Der Kran, ich schwör dir, der sieht so neu aus irgendwie. Aber. Ja, hallo, Callcenter hier. Du, ihr arbeitet seit heute im Callcenter. Ja, Entschuldigung, hallo. Ich hab kurz einen anderen Anruf. Ja, hallo. Feuerwehrauto. Wurde das hier gebaut wahrscheinlich? Nee, da wurde das Teil hier gebaut, weil da war irgendwas drauf gemacht. Vielleicht war es früher, so. Kann vielleicht sein. Vor 20 Jahren haben die nur so auf Waste geachtet. So. Stell dir mal vor, du bist so am Arsch, dass du so hier sleepen musst, Alter. Safety, weil wir auch da durch Unterkunft gehen. Ja. Obwohl die ab und zu nicht mal krasser gepflegt sind. What the fuck? Ich bin auf den Baum durchgewachsen. Ja, ich glaube, da hinten geht's auch. Ich glaube, da ist so der Privatbereich. Ja, da ist das abgesperrt. Ja. Sollte mir da auch vielleicht reichen.
Weil wenn die beim anderen schon das Video rummachen. Ja, schon. Also das gehört alles so. Ja klar, aber bevor wir da irgendwelchen Stress verursachen.